Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den das 19. Live-Projekt. Und Herr Eriksen! Ja. Yeah. Vielen, vielen Dank für die Umbaumaßnahmen und das Gewicht. Ja, gerne. Die Pflegebereifung habe ich Ihnen, wie gesagt, draufgezogen. Das Gewicht, das ist eins von uns, das können Sie erstmal behalten. Ja, das bringe ich Ihnen nachher runter. Ja, das. Vielleicht holen wir es auch ab, je nachdem. Sie stehen okay. Ja bestimmt dann an Ihrem Hof, das Gewicht, ne? Genau, ja. Alles klar, danke Herr Eriksen. Wir hören uns. Tschüss. Immer gerne. Hallo? Mesa. Guten Tag, Herr Mesa. Wir waren beim Du. Ach ja. Moin Max. Hilton. Hast du ein Wasserfass? Nee, noch nicht. Du? Nee. Aber ich muss meine Tiere tränken. So. Nee, ein Wasserfass habe ich leider nicht. Pass auf, dann kaufe ich das Wasserfass. Und das darfst du mal benutzen, wenn du es brauchst. Und dafür kann ich mal deinen Mischfutterwagen benutzen, mit dem ich gerade stehe. Okay. Ja? Das kriegen wir wohl hin, ja. Alles klar, dann muss ich beim Händler wohl mal anrufen. Alles klar. Jo, tschüss. Jo, tschüss. Oh, das ist ein feiner Zug. Ein feiner Zug, würde ich behaupten. Meine lieben Freunde, ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum ich nicht zum Feld fahre und spritze. Wie ihr seht, wurde gespult. Ich bin auf Klo gegangen, kam wieder, 6 Uhr morgens, denke mir, nein, die haben bestimmt Pflanzen Wachstum ausgemacht, kommen da oben hin, Pflanzen ausgewachsen. Naja. Brauche ich nicht mehr spritzen. Naja, zumindest haben wir das Feld, Kartoffelfeld noch spritzen können. Und jetzt bringe ich halt die Spritze erstmal zurück zum Herrn Regner. Das erstmal wieder. Nicht da unten? Also ich blick hier noch nicht so richtig durch, hier durch die Map. War das hier lang? Wahrscheinlich dann, ne? Der wäre genau dahinter, ey. Auch schon noch nicht so viel super Gutes gehört. Ja. Moin, mit dem Herrn Ackermann, na, da kommt, da sprechen sie sich hier aus. Das war nur ein Missverständnis bestimmt. Er ist ein guter. Ja, ja. Gut, Dankeschön erstmal, ne, Herr Eriksen. Ja, auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, tschüss. Was gibt's? Ich wollte mein Gerät kommt zurück. Ja. Perfekt. Habt ihr nochmal 2200 Liter Pflanzenschutz drin gelassen? Ui. Also komplett. Eine kleine Wiedergutmachung für das, für den Kalkstreuer, ja. Ich wollte auch deine Maschine mal eben sauber machen, ich habe aber leider noch keinen Kercher. Löblich. Naja, komm, das macht jetzt nichts, passt. Häng ab. Einfach hier stehen lassen? Ja. Okay. Doch, falsche Abgabe. Kannst du auch wieder lassen, wenn du willst. Falschen Knopf gedrückt. So, bitteschön. Okay, super, danke dir vielmals. Jo, ich hab zu danken. Tschüss. Ciao mit auch. Ich hab eine Frage. Hey, ja. Schlotzberg. Ja. Ich hab eine Frage, ich hab ein kleines Problem. Sag an. Kannst du mir helfen schnell? Komm, voran. Dauert 30 Sekunden. Was denn? Kann ich mir ganz kurz den Traktor ausleihen? Mein? Ja. Für was?
Muss nur ganz kurz hinten aufs Feld. Nee. Du willst die Pflegebereifung haben. Dann lass uns wenigstens kurz tauschen. Ja, warte. Hier, komm mit. Hier sind die Schlüssel. Steck. Viel Spaß. Was will ich denn damit? Ja, warte halt kurz. Es dauert nur eine Sekunde. Ach Mann, man hat die Schlüssel abgezogen. Komm, warte. Hier. Oder mach schnell selber, dann. Nee. Ich wollte es auch noch wirklich tun. Ja, komm, der kriegt die Schlüssel. Ja, ich geb dir, warte. Wo bist denn du? Hier hast du. Ja. Alles klar. Pass auf, das ist direkt um die Ecke. Wenn du willst, kannst du mein Gras mähen dabei. Ich muss selber bei mir vorankommen. Was musst du machen? Kannst du einsteigen hier? Nee, ne? Geht auch nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee. Nee. Gleich wieder da, eine Sekunde. Ja. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Na gut, dadurch ist das Anscheißen wieder weg. Zwiebeln. Mhm. Was will er denn mit Zwiebeln? Naja, in der Zwischenzeit hat er seine Oma anrufen hier. Hallo? Guten Tag, Hilton Schlossberg nochmal hier. Ah, da hast du Schlossberg, ja bitte. Guten Tag, ich wollte mal ganz kurz fragen, wie weit ihr da bei mir am Hof seid. Mir wurde gesagt, da gibt es irgendwie ein Problem. Was für ein Problem? Ja, das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen, aber ich bin nicht auf dem Feld. Sollten Sie am besten mal vielleicht zu Ihrem Feld hinfahren und mit den Leuten da mal sprechen oder so, keine Ahnung. Ja, dann komme ich gleich und schaue mir das ganze Schauspiel mal an. Alles klar, dankeschön. Wissen Sie ungefähr, was für Probleme oder was? Irgendwas mit dem mit der Feldbearbeitung. Also nichts unserer Seite. Also nichts von unserer Seite her. Ich schaue mir das gleich an. Von Ihrer Seite. Ja, ich bin sofort am Hof. 5 Minuten. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Der macht's auch nicht fertig, ne? Hallo, Herr Schwack. Hallo? Hallo, Berg! Ja? Aber ganz schnell! Das tut ein Feld! Aber ganz schnell! Was für ein Feld? Das war dünn wie die Scheiße, die Eis da unter deinem Hof halt. Unter meinem Hof? Du meinst die Wiese oder was? Da gibt du mir ganz schnell her, gell? Aber ganz schnell. Ja, dauert noch was. Nix. Ja, Herr Ignaz, ich kann wirklich leider nichts dafür. Der Herr Regner hat meinen Traktor geklaut. Und das interessiert doch mich nicht. Ach, das interessiert Sie nicht als Ordnungsamt, dass er meinen Traktor hier einfach nimmt. Wir haben da Maulwürfe des Lebensraums hinzustehen. Ist mir scheißegal, was so ein Maulwurf. Wie kommst du denn jetzt auf den Maulwurf? Ich komm gleich, warte nochmal. Dit, aber ganz schnell. Ja. Servus. Servus. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt kommt hier mit dem Maulwurf an, mit dem Maulwurf. Komm mal fertig, Ding hier. Herr Schlossberg, hallo. Ja, komm, hau rein. Das Ordnungsamt will... zweiten Gang schon. Das Ordnungsamt will Stress von mir. Pass auf, der Schwankaller ist da. Herr Schlossberg! Ja? Herr Schlossberg, ich muss Ihnen eine Frage stellen. Dann stellen Sie mal. Haben Sie einen Maulwurf? Sind Sie der Maulwurf? Ein Maulwurf? Ne, der Ignaz ruft mich gerade an. Irgendwas war mit Maulwurf bei mir am Hof, glaube ich. Ja, eben, das wurde mir auch schon zugetragen, dass Sie Maulwürfe bei sich haben. Nee, ich habe Ihnen gesagt, keine Tiere auf dem Hof, Herr Schlossberg. Ich habe keine Tiere am Hof. Ja, was macht der Maulwurf dann bei Ihnen? Ja, was kann ich denn mit dem Maulwurf? Das geht so nicht. Das können wir so nicht machen. Ja, ich.
Ich kann doch nichts dafür, wenn ein Maulwurf bei mir auf der Wiese rumlungert. Ich komme gleich zum Hof, ich muss nur eben warten, bis der Herr Regner... Was machen Sie denn dann hier? Warum tanzen Sie hier rum und sind nicht auf dem Hof? Ich hab den Herrn Regner meinen Traktor eben ausgeliehen und er möchte damit kurz eben... Eine kleine Wiedergutmachung, Herr Schwackerla! Herr Regner? Oh Gott, ja. Halten Sie sofort an! Warum? Bleiben Sie... Machen Sie mal das Gespritzen hier! Machen Sie das Gespritzen hier aus! Pass auf! Vorsicht, das ist ja ein schweigender Drache! Vorsicht, der schmeckt aus! Oh Gott! Oh. Sie müssen aufpassen, Mensch, hier ist Fake-Arbeit zum 100. Mal! So, das kann ja wohl nicht wahr sein. Erst rennt er mir in den Kalkstreuer und jetzt hier haben wir fast die Hummel weggehauen. So bleiben Sie doch mal stehen! Hat das Ding keinen Ausknopf? Doch jetzt. Mein Gott, Sie fahren ja wie ein Geisteskranker. Herr Regner! Ja, jetzt aber. Ja, was denn? Stell mal am Hof ab, bitte wieder, danke. Nimm ihn mit. Nee! So, jetzt Herr Schwagala? Also. Maulwurf, Alter. Hallo? Hey, sag mal! Ja? Sitzt der Dick oder was? Was? Er hat mich überstanden, Zipfe! Was? Warte, komm mal mit da, komm mal mit! Genau, geh mal mit dem! Hey, was siehst du das? Aber aufpassen, der beißt! Was? Siehst du das? Der Maulwurf da, oder was? Oh, Elefantenmaulwurf! Elefantenmaulwurf, okay. Maulwurfus ja. Elefantus! Also nicht, dass das einer kommt, gell? Erst einmal macht du unsere Autos kaputt, gell? Und was? Jetzt, aber der? Und jetzt wird der Flug vom LU auch kaputt. Ja, was kann ich denn dafür, wenn der Flug vom LU kaputt geht? Ja, weil du da Elefantenmaulwürfe auf den Fehler. Was denn für Elefantenmaulwürfe? Es knallt gleich! Ja, jetzt wieder... Die aktive Bedrohung... Nein, warte. Entschuldigung. Nein. Es tut mir leid. Es tut mir leid! Bitte, es tut mir leid! Gib mir mal her! Tu mir den Kopf nach unten! Ja! Kopf nach unten! Ja! Oh! Weil fucking bei der Nackenklatsche! Au! Oh! Stehst du da auf, Gippi? Aua! Also, das ist jetzt alles gesperrt, du darfst nichts mehr machen! Was? Nee! Verpiss dich hier von meinem Hof! Nein! LU! Ey, nein! Es wird hier gar nichts gesperrt! Ihr nehmt jetzt alle hier das LU los, arbeiten und du. Los, Berg! Luke zu! Und jetzt geht bitte Doktor rein und heißt ab, weil sonst sind wir weg! Ich verstehe sie nicht. Der hat gesagt, du sollst schauen, dass du Land gewinnst, weil sonst nimmt er deinen Traktor weg. Das ist mein Land hier. Also beim besten Willen. Alles klar, Moment. Einmal bitte Westaltenschweiger, ich rufe einen Schwuggerlau. Da bleibst du, gell? Ich bleib hier, ich renn nicht weg. Ja, das hast du das letzte Mal gesagt und dann bist du abgehauen. Und Herr Schlossberg, das, ne, wir berechnen Ihnen die Arbeit hier. Das war nicht umsonst. Meine hochqualifizierten Kollegen haben hier den ganzen Tag auf ihren beiden Feldern gearbeitet. Ja und? Die hätten uns das vorher sagen müssen, dass was denn? Auf Feldern sind. Unsere Maschine ist kaputt. Wir dürfen hier nicht...
Der steht unter Naturschutz. Wer ja, den? Wissen hat er nicht mehr als Arzt. Dann gib mir doch mal richtig hier, was ist denn jetzt hier los? Ich hab den Typen, verstehe ich da links gar nicht. Der spricht wie ein Inder mit Mundfäule und ich weiß nicht, was hier ab. Bitte, der mir still. Ich bin jetzt still, ja. Also, der Bürgermeister kommt jetzt gleich und dann enteignet mir dein Feld. So. Und den Salat. Was hat der gesagt? Der Bürgermeister kommt gleich und was dann? Dann wirst du deines Feldes enteignet. Am Arsch werde ich. Du bist hast du jetzt Arsch zu mir gesagt? Ich hab gesagt, am Arsch werde ich. Hast du sie selber Arsch gesagt? Ja. Arsch ist er. Herr Schweiger? Dann können wir hier nicht weiterarbeiten. Nein, die fahren nicht. Nein. Okay. Aber ich mache das in Rechnung stehen. Ja, dann. Abmarsch. Dann noch. Gut. Tschüss. Rechnung voll. Herr Schlossberg, was ist los? Machen Sie mich nicht traurig. Hey, wir schon keiner. Schau mal her da. Komm mal mit. Vorsicht, der beißt. Siehst du das? Das sind Elefanten im LWW. Da, oh, ich sehe es. Ich wurde schon informiert, dass hier ein Maulwurf und sein der soll. Der hat mich gebissen. Und hat der Schlossberg gesagt, das ist ihm scheißegal, da wird drüber gepflückt. Deswegen wird das Feld enteignet. Herr Schlossberg, stimmt das, was der Herr Ignaz sagt? Ich verstehe ihn nicht. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Naja, also er wurde gebissen, ihm wäre das egal und die wollten irgendwie drüber fahren und so. Er hat zu mir gesagt... Das hat er gar nicht gesagt. Der Ignaz hat gesagt, das sind Maulwürfe und dann hat der Schlossberg gesagt, das ist ein Wurst, der wird drüber pflücht. Das habe ich gar nicht gesagt. Er tut nicht wieder lügen, hä? Genauso wie mit den Autos. Da hat er gesagt, dass wir das waren. Das war ich auch nicht und das wisst ihr alle ganz genau, dass ihr das wart. Herr Schlossberg. Und hier kommt eine Lüge nach dem anderen. Also Herr Schlossberg, eigentlich müssten wir Ihnen das Feld hier enteignen, aber Sie können also vom Glück reden, dass Herr Schweiger und der Herr Ignaz Vorsitzende vom Maulwurfsverband sind. Das ist mir scheißegal, was die zwei sind. Aber gegen eine kleine Spende, eine kleine Spende gegenüber des Maulwurfsverbandes könnten Sie vielleicht eine Enteignung, naja, da müssten wir halt einen kleinen Ausschnitt nehmen und den umsiedeln. Und dann wäre das gegessen. Nur halt eben der Maulwurfsverband ist halt eben schlecht bezahlt, ne? Kommt genau! Ich zahle hier gar nichts. Herr Schlossberg, eine kleine Spende an den Maulwurfsverband. Eine freiwillige Spende an den... Genau, Sie sagen es. Freiwillig. Na gut, noch... dann machen wir halt den Korni, dann nehmen wir halt das Feld in Beschlag. Da müssen wir ja tatsächlich eine großräumige Beschlagnahmung machen. Oh, ja. Du bist ja gerade ein feiner, bitte. Ja, guck mich auch, die Fix. Hab ich wieder bissen. Ja, habt ihr Flatterband dabei? Ja, klar. Wir haben gleich ein Boys. Ja, dann mach das mal hier alles dicht, ne? Ist klar. Schlossberg, schleich dich. Das ist unser gut und Boni, gut okay. Hey, Ignaz. Ich sag's nicht nochmal. Ignaz. Aber ganz schnell. Ganz schnell. Oh, gut. Und den, Schweiger. Der Weibchen. Vielleicht liegt die in der Paarungsphase. Warte mal. Obacht, die sind aggressiv, wenn es Weibchen sind. Ja, da müssen sie aufpassen hier. Ach, wie süß, gucken sie die Kinder. Oh Gott, der hat feine Kinder. Das ist ja, also, Wahnsinn. Dieser Konto ist fein. Herr Schlossberg. Der läuft weg, der Zipfel. Ja, da hinten, da kann er ja rumlaufen, wie er will. Aber das Feld ist jetzt hier erstmal, also, ne? Er hätte ja da in den Maulwurfsverband eintreten können, das wäre kein Problem. Das Problem, wenn er eine freiwillige Spende gemacht, dann hätte man den umgesiedelt mit dem Geld und dann hätte das passt, aber so, ne? Ja, ne. So wie das. Da lasse ich nicht mit mir reden, gell? Nee, da muss man auch mal wirklich mal die Ordnung durchsetzen, Ignaz. Das machst du so. Und ganz genau sogar. Was denn jetzt? Ja, und der guckt jetzt quasi. Du gerne? Ja, bitte. Meinst du, dass der vom anderen Ufer ist? Das würde ich. Wobei, ja, kann sein. Oh, ne, schau mal, wie der schaut. Naja, auf jeden Fall müssen wir das ganze Ding hier, also wir sperren das jetzt hier alles ab, gucken, dass er hier nicht mehr draufkommt, ne? Und dann, ja, wir haben ja noch andere Spuren, nicht wahr? Wir haben ja noch was zu erledigen. Und die machen wir jetzt gleich mal einen Typ von, der Schweiger, Ackermann. Ja, der Ackermann, ne? Der hat mich auch informiert, mit dem habe ich gesprochen, der hat gesagt, dass er sie anrufen soll. Ich stand ja da. Ja, wir fahren jetzt doch schnell zu ihm. Und reden mit ihm.
Moment, und den Typ gehen wir, dann machen wir dicht bei Mese. Alles klar, so, meine lieben ich Freunde. Damit sind wir aber auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.